Über ein Thema, das ich jetzt in den letzten Minuten überhaupt nicht gesprochen habe, ist das Thema Klimapolitik. Dass man durchaus auch Sanktionen sich vorstellen könnte gegenüber Ländern, die sich umweltpolitisch fehlverhalten. Und ein Stück weit ist das eine Forderung, die jetzt von vielen zu hören ist, wenn man Handelsabkommen in Europa sich vorstellt mit Ländern, die zum Beispiel hohen Anteil ihrer Fläche Regenwald haben. Ja, da ist Brasilien zu nennen, aber auch Indonesien. Mit beiden Ländern gibt es die Idee, Freihandelsabkommen zu schließen. Mit Mercosur ist eigentlich ein Abkommen ausverhandelt, und zwar schon seit 4 Jahren fertig, seit 2019. 20 Jahre lang wurde verhandelt. Jetzt gibt es großen Widerstand, vor allem auch in Österreich, dieses Abkommen wirklich zum Ende zu bringen. Und das ist eine komplexe Sache. Mercosur ist ein großes Land, und wenn man mit einem großen Land ein Handelsabkommen abschließt, dann wird das größere Effekte haben, als wenn man das mit Neuseeland tut, wo es ja vor kurzem erfolgreich gelungen ist, aber Neuseeland ist weit weg und klein, Mercosur ist deutlich näher und deutlich größer. Jetzt wollte ich die Chefin der Wirtschaftsweisen fragen, Monika Schnitzer. Das Thema Mercosur wird ja durchaus nicht nur vor dem Hintergrund einer sozusagen umweltpolitischen Gefährdung diskutiert, sondern auch, dass da Chancen drin sind, sich zu diversifizieren, sich gegen China vielleicht gerade in diesem Kontinent eine bessere Situation zu verschaffen. Wie siehst du das? Wie sieht das der Sachverständigenrat? Was soll die Bundesrepublik, aber auch die anderen EU-Länder in dem Zusammenhang tun? Wie kriegen wir diesen Trade-off zwischen umweltpolitischen Zielen und anderen ökonomischen und sicherheitspolitischen Zielen hin? Ja, wir haben uns tatsächlich explizit dafür ausgesprochen, dass die Abkommen, die jetzt ausverhandelt sind, jetzt auch endlich umgesetzt werden, dass man konkret die jetzt sofort ratifiziert und dass man bei anderen Handelsabkommen versucht voranzukommen, also beispielsweise eben mit den Vereinigten Staaten wieder an den Verhandlungstisch zu gehen, um da voranzugehen. Man muss ja einfach sagen, wir brauchen Diversifikation. Wir haben eben jetzt gute Gründe, warum man möglicherweise sich nicht mehr ganz so stark in China engagieren möchte, als man das die letzte Zeit getan hat. Also wir wollen uns diversifizieren. Und vielleicht gefällt uns manches nicht, was in den Mercosur-Staaten passiert, aber es ist sehr viel leichter, darauf Einfluss zu nehmen, wenn man mit ihnen im Austausch ist. Wenn man einfach nur sagt, euch lassen wir außen vor, dann ist das vielleicht gar nicht so leicht. Klar kann man jetzt im Rahmen eines Klimaclubs drüber nachdenken. Wir geben euch Privilegien, wenn ihr bestimmte Sachen macht, aber ob man das erst macht und dann lange wartet, bis man soweit ist, oder ob man nicht lieber sagt, jetzt schauen wir mal, dass wir in die Gänge kommen, dass wir diesen Handel betreiben und dann das auch nutzen, um Einfluss zu nehmen. Also da wäre ich bei der zweiten Variante. Gut. Also die dann doch so ein bisschen das Konzept, das eigentlich schon für tot erklärt wurde von sehr vielen, nämlich Wandel durch Handel. Wenn wir mal mehr Handel treiben mit Brasilien und Argentinien, dann können wir dort auch vielleicht ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Das ist durchaus umstritten. Es gibt auch andere, vielleicht nicht ganz illegitime Gründe, skeptisch zu sein. Die Mercosur-Staaten haben demokratiepolitische Schwächen wahrscheinlich. Es sind crisis-prone, Argentinien vor allem. Aber es ist schon die Sorge da bei vielen, dass wenn mehr Handel getrieben wird und vor allem im Agrarbereich liberalisiert wird, dass der Regenwald darunter leidet und dass die Versicherungen, die man geben kann, dass die am Ende nicht wahnsinnig viel wert sind. Claudia Wiesner, das ist aber wahrscheinlich nicht, ist nur einer der Gründe, warum man vielleicht skeptisch sein kann. Gibt's andere auch, oder ist das eigentlich das zentrale Thema mit Mercosur? Jetzt skeptisch zum Freihandel oder zum Mercosur? Ja, na gut, Mercosur ist ja ein großes Freihandelsabkommen. Also ich würde gerne nochmal auf Ihren Vortrag zurückkommen und das, was Sie gesagt haben über die Gründe für diesen Globalization Backlash. Und da war ein Grund diese Frage der Ungleichheit, die zugenommen hat. Und ich glaube, das muss man in den Blick nehmen, dass weltweit nicht alle von der Globalisierung profitiert haben. So, und das muss man, glaube ich, sich angucken, wenn man neue Handelsabkommen macht. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich ansonsten aber eigentlich, was den Mercosur angeht, bei dem wäre, was Monika Schnitzer gesagt hat. Also ich glaube, dass eine Politik, die relativ absolut sagt, mit denen sollten wir nicht handeln, weil es da Demokratieprobleme gibt, genau eine Abschottung befördern würde. Und die spannende Frage ist meines Erachtens aber eine andere. Die spannende Frage ist, wie kann man die Handelspolitik, die westlichen Staaten machen, die Europäische Union machen, wie kann man die nutzen, um ein Vehikel zu sein, um Veränderungen zu bewirken?
wissend, dass das so einfach und so eindimensional, wie man mal geglaubt hat, dass es geht, nicht gehen wird. Also mit sanftem Druck Handelsstandards in diese Abkommen einbauen. Ich kenne jetzt, muss ich sagen, das Mercosur-Abkommen nicht gut genug, um zu wissen, welche Standards da drin sind. Ja. Man kann sich immer darüber streiten, ob es noch mehr sein müsste, dürfte, sollte. Aber ich würde tatsächlich mich dem anschließen, dass ich glaube, wenn es überhaupt gar keinen Faden des Kontaktes gibt, dann wird es auch nicht besser. Und ein dritter Punkt, den ich gerne machen würde, wir haben in den letzten 2 Tagen sehr viel diskutiert über die multipolare Weltordnung oder über die Frage, ob es sogar eine Welt mit verschiedenen, sich widersprechenden Ordnungssystemen ist. Und das mag sich jetzt für eine Politikwissenschaftlerin ein bisschen kontraintuitiv anhören, aber ich kann mir vorstellen, dass Handel sozusagen eine Währung oder ein Kanal sein könnte, um auch mit anderen Ordnungssystemen eine bestimmte Form von Kontakt aufrechtzuerhalten. Also so eine Art Kommunikationskanal. Also von daher würde ich eigentlich sagen, ich sehe nicht, was dagegen spricht. Ich halte das aber wirklich für elementar wichtig, dass bestimmte Standards nicht sozusagen mitverkauft werden. Das ist natürlich etwas, das viele Kritiker nicht glauben wollen. Ne? Also die bei diesen Abkommen, TTIP war ja ganz ähnlich, CETA hat ja auch ewig gedauert, bis es ratifiziert wurde und bei Mercosur auch. Ne? Also wenn ich im Gespräch dann kriegt man sehr viel Skepsis mit, dass doch am Ende sind es die Corporate Interests, ne, die unsere Standards verkaufen, um mehr Handel zu haben, weil das wirtschaftlich für einige wenige sinnvoll ist. Nicht, dass ich das, ich ist nicht meine Meinung, aber dieses Argument gibt es. Monika, genau, ich wollte das einfach nochmal kurz kommentieren. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, über welche konkreten Sachverhalte reden wir, die uns vielleicht Sorgen machen. Und du hast das angesprochen, vielleicht sind die nicht so demokratisch wie wir. Und an der Stelle würde ich sagen, ich kaufe beim Bäcker die Semmel, die mir schmeckt, aber ich frage nicht, welche Musik er hört. Vielleicht mag ich seinen Musikgeschmack nicht, aber deswegen könnte ich vielleicht trotzdem seine Semmel kaufen. Wenn ich den Eindruck habe, er ist jetzt kriminell und vielleicht sollte ich aus dem Grund Sorge haben, will ich mit dem Menschen wirklich was zu tun haben, wäre das anders. Also da gibt es doch schon wirklich sehr viele Abstufungen. Und ich glaube, was wir ja heute auch schon diskutiert haben, zu denken, dass man jetzt die eigenen Vorstellungen, wie man richtig lebt und wie die Demokratie richtig ist und all das, dass man das jetzt überstülpt und sagt, wir reden nur mit denen und machen nur Handel mit denen, die da genau unseren Vorstellungen entsprechen. Ich glaube, da verhebt man sich. Mhm. Vielleicht kurz ein Kommentar dazu. Also ich glaube, da gibt es andere Spielfelder. Da gibt es die Vereinten Nationen, da gibt es andere Abkommen. Da gibt es menschenrechtliche Abkommen. Also da sollte sich das abspielen und die Handelspolitik kann damit gerne einhergehen. Aber ich fand den Vergleich, den du aufgemacht hast, sehr gut. Ja, also mit einem Massenmörder sollte man vielleicht nicht unbedingt ein Handelsabkommen schließen und die gibt's auch, ja, weltpolitisch. Aber wenn wir sagen, wir möchten nur mit Demokratien handeln, die bei Freedom House mindestens 90 Punkte oder drüber haben, dann bleibt nicht viel über. Bleibt nicht viel über. So. Ja, gut. Also ich finde diesen Pragmatismus persönlich gut. Ich finde es auch richtig, sozusagen für die handelspolitischen Ziele handelspolitische Instrumente einzusetzen und für sicherheitspolitische Ziele dann vielleicht andere oder demokratiepolitische Ziele dann vielleicht andere Instrumente. Gleichwohl aber, Sven Simon, du bist im Europäischen Parlament für die CDU, für das Bundesland Hessen. Du bist auch im Inter-Ausschuss, ne? In dem Ausschuss, der sich mit außenhandelspolitischen Fragen auseinandersetzt. Das ist schwierig mit dem Mercosur-Abkommen, oder? Und das klang hier jetzt für mich und für viele hier wahrscheinlich auch alles sehr schlüssig. Let's do it. Wir können nicht klagen, so abhängig zu sein von China und dann mit einem alternativen Handelspartner sagen, wir wollen keine Handelsabkommen schließen, aber dennoch tut sie euch extrem schwer. Kannst du uns erklären, warum das so ist? Ja, die Kritik bei diesem Abkommen kommt aus 2 Richtungen diesmal. Nicht nur die klassisch gewohnte grüne Richtung, sondern auch die Landwirtschaft in Frankreich und Österreich. Also Lobbyisten. Lobbyisten, ja. So ist das. Doch mal ganz klar. Ja, nicht die Landwirtschaft selbst. Ich würde mich wundern, wenn die Deutschen nicht auch dabei wären. Ja, die sind der Verein. Nee, die Deutschen sind nicht so sehr dabei. Also im Grunde ist der erste Vorwurf gegen das Abkommen, die Rindfleischproduktion werde enorm gesteigert und dies führe zu einer weiteren Abholzung des Regenwaldes. Die Zahlen sprechen überhaupt nicht dafür, aber das interessiert ja manchmal nicht so richtig. Wir importieren aus den Mercosur-Staaten 200.000 Tonnen Rindfleisch. Davon sollen 99.000 Tonnen der Zolltarif langsam abgesenkt werden. Die Rindfleischproduktion nur von Brasilien ist 11 Millionen Tonnen.
Zweites Argument, also deshalb ist das Rindfleischargument auch von Herrn Drexler oder wie heißt der? Von Sparmarkt hier. Also kaufen Sie nicht mehr bei Spar. Nein, aber ich meine, also er ist, hat sich irgendwie verrannt in dieses Abkommen und er ist einer der größten Lobbyisten, der die Regierung hier in Österreich unter Druck setzt. Warum auch genau immer. Und in Frankreich ist es eben genauso, dass die Lobbyisten der Landwirtschaft, sage ich mal, diese vielen Belastungen, die die Europäische Kommission in den letzten Jahren beschlossen hat, da ist das Mercosur-Abkommen so ein bisschen ein Ventil, eine Monstranz, eine Symbolik und dann hantiert man mit falschen Fakten. Denn das nächste Thema ist, es wird gesagt, zum Sojaanbau, die Sojaimporte würden auch zur Regenwaldabholzung führen und der Zolltarif für Soja ist zurzeit bei null. Und er bleibt mit dem Abkommen bei null. Also auch das Argument ist falsch. Das dritte Argument, was vorgebracht wird, ist, dass das Nachhaltigkeitskapitel, und insofern ist das Mercosur-Abkommen zwar 20 Jahre lang verhandelt worden, aber schon ein relativ modernes Abkommen, so wie jetzt auch mit Neuseeland. Auch da gibt es ein Nachhaltigkeitskapitel, wird behauptet, wahrheitswidrig, es sei nicht rechtlich verbindlich. Das Nachhaltigkeitskapitel ist rechtlich verbindlich. Und den Mehrwert, den wir bekommen, ist, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ratifiziert werden von den Mercosur-Staaten, dass es multilaterale Umweltübereinkommen gibt, dass das Pariser Klimaschutzabkommen rechtlich verbindlich gemacht werden muss, was zurzeit nicht der Fall ist. Wenn zum Beispiel wieder eine rechtspopulistische Regierung in Brasilien dran käme, würden die nicht im Traum daran denken, das hat Bolsonaro auch immer gesagt, das Pariser Klimaschutzabkommen zu ratifizieren. Mit diesem Abkommen würden sie sich dazu verpflichten. Und auch das Biodiversitätsabkommen. Insofern haben wir also hier in unserer Richtung einen Einfluss, den wir geltend machen können, den wir nicht hätten, wenn wir das Abkommen nicht haben. Und wir müssen auch sehen, wie Handelsmechanismen funktionieren. Das war hier auf der letzten Folie schön gezeigt. Es geht auch bei der WTO nicht um Strafen, denn die politische Forderung der Grünen und der linken Seite im Europäischen Parlament ist, wir wollen das sanktionieren können, wir wollen Strafen, wenn die sich nicht daran halten, dann wollen wir eben Sanktionen sehen. Und es würde nicht funktionieren, weil auch die Missbrauchsgefahr zu hoch ist. Was ich sehe, ist, was man jetzt als Nebenabkommen noch machen könnte, ist ein Incentive. Denn man muss sich mal angucken, warum wird eigentlich Regenwald abgeholzt? Heutzutage ist das häufig gar nicht mehr so, dass McDonald's oder irgendein Konzern dahin geht und will jetzt Profit machen und holzt den Regenwald ab. Häufig ist es in Brasilien ein sehr soziales Problem, dass also der einzelne Bauer einen Baum abholzt, verkauft, seine Familie zwei Wochen davon ernährt und wenn das 1 Million Bauern tun, sind es halt eben viele Bäume. So, und da ist ein soziales Problem. Außerdem ist auch wieder ein bisschen Selbstgerechtigkeit der Europäer dabei. Wenn man nach Brasilien fährt, kriegt man als erstes gesagt, guckt euch mal an, wie viel ihr, selbst wenn es 500 Jahre her ist, an Wald abgeholzt habt in Europa. Ja. Eine ganze Menge. So, und deshalb ist die Quintessenz, die Fakten, die Zahlen, die da präsentiert werden, dagegen stimmen überwiegend nicht. Wir haben mehr Einfluss, wir haben einen Benefit davon und die Alternative, es nicht abzuschließen, die liegt klar auf der Hand, was dann passiert. Die Chinesen gehen genau nach Lateinamerika. Die sind da schon. Sind schon da. Die geostrategische Bedeutung ist heute das eigentlich starke Argument für diese Handelsabkommen. Gar nicht mehr so sehr die Wohlstandsmehrung. Ja, also die chinesischen... Die chinesischen Importe von Agrarrohstoffen aus den Mercosur-Staaten sind viermal so hoch wie die europäischen Importe jetzt, nicht? Also die Chinesen sind schon längst da. Ist das, was du dir vorstellen könntest, so etwas wie eine, bezahlen den Brasilianern, den Argentinern, Paraguay, Uruguay Geld, damit sie den Regenwald schützen? Ja, ist ja unser Interesse. Unser Wohlstandsniveau, soziales, ist viel höher in Europa als in Brasilien. Warum sollen wir das nicht so machen? Und Incentives, Anreizsysteme sind immer besser als der koloniale Gedanken, die Europäer kommen an und diktieren uns, wie wir leben sollen und denen geht so gut und die haben jahrelang nicht auf die Umwelt geachtet und jetzt verlangen sie von uns. Das kommt nicht gut an in der Welt. Aber ich meine, es ist ja nicht das einzige Handelsabkommen. Wir haben nur ein einziges Abkommen ratifiziert in dieser Legislaturperiode, das mit Vietnam. Und alle anderen Abkommen, die auf dem Tisch liegen, mit Neuseeland, mit Australien, das ist ausgesetzt worden wegen des U-Boot-Kaufs. Mit Kenia haben wir jetzt abgeschlossen, Chile ist modernisiert worden, Mexiko, mit Indien wird verhandelt und in Indonesien gibt es einen sehr langsamen Fortschritt aufgrund der
innenpolitischen Querelen, die wir haben. Und Themen, die wir auch im Mercosur sehen. Ne? Indonesien ist der größte Exporteur von Palmöl. Ne? Das, was in Brasilien Sojabohnen ist, ist Palmöl in Indonesien. Eine Frage, was sozusagen die Handelspolitik angeht, ist, ob man die Abkommen, die die Europäische Union abschließt, ob man die stärker auf die sozusagen eng abgrenzbaren handelspolitischen Kompetenzen der EU einschränken sollte. Nicht? Also weil, wenn man das breit macht, das wollen aber viele, Umweltschutz, Sozialpolitik, Menschenrechte, bla und so weiter, dann erfordert das immer Mitbestimmung der nationalen Parlamente. Und dann hat, und nicht nur vielleicht der nationalen, sondern auch Regionalparlament Wallonien, ne, wie das TTIP ja ein Thema war. Was meint das Europäische Parlament? Ist das, was wollt ihr eigentlich? Dass die Länder hier das wollen, Österreich weiß ich ziemlich genau, die wollen natürlich mitreden, aber wie sieht denn das die EVP-Fraktion und das Europäische Parlament insgesamt? Ja, die Frage ist jetzt aus politisch-taktischen Gründen etwas heikel. Aber beim CETA-Abkommen mit Kanada war es ja auch so, dass eigentlich die Kritiker gesagt haben, die Welt geht unter, wenn wir das ratifizieren. Dann ist es aufgeteilt worden, der handelspolitische Teil abgespalten worden. Dann brauchen wir nicht mehr die Zustimmung der mitgliedstaatlichen Parlamente. Entschuldigung. Und zurzeit befindet sich dieses Mercosur-Abkommen in dem sogenannten Legal Scrubbing, also die Juristen gucken über den Text, was bedeutet er, wie könnte er ausgelegt werden. Und ich habe natürlich insgeheim die Hoffnung, dass die Kommission technisch schon daran gearbeitet hat, es aufzuspalten. Denn wir werden, das wissen wir, von Frankreich und Österreich keine Zustimmung dafür bekommen. Und dann können wir mal den Testfall wagen, ob die Spanier, die jetzt die Ratspräsidentschaft haben, mutig genug sind, gegebenenfalls auch mal gegen ein großes Land wie Frankreich ein solches Abkommen im Rat durchzubringen, mit Mehrheit eben. Wenn man den handelspolitischen Teil abspaltet, dann würde eine Mehrheit im Rat reichen. Wir bräuchten keine Einstimmigkeit. Das ist ja das, was immer alle wollen. Und dann muss man mal sehen. Wir brauchen erstmal eine Regierung und schon deswegen bin ich sehr skeptisch, ne? Dass die Spanier, ja. Also insofern. Die Spanier brauchen eine Regierung und wir laufen natürlich auch in Bälde in den Europawahlkampf, ne? Im 9. Juni. 9. Juni nächsten Jahres soll gewählt werden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch das Jahr 23, wo die Dinge zusammengebracht werden können. Das heißt, es wird sehr spannend. Ja, und natürlich mit der spanischen Regierung, der Hinweis ist berechtigt, denn so ein bisschen ist ja die Hufeisentheorie bei Handel auch zu beobachten. Die Rechtspopulisten sind dagegen, die Linken, die Grünen und Teile der Renew aus protektionistischen Gründen. Und deshalb ist das in der Tat die Frage, wie entwickelt sich das in Spanien? Ich möchte noch ein bisschen zum Thema Export von Wertvorstellungen ins Gespräch kommen. Das ist ja etwas, das wir gerade auch über Mercosur diskutiert haben. Da mag uns vielleicht demokratiepolitisch das eine oder andere nicht gefallen. Da würden wir jetzt aber, glaube ich, das war so Konsens hier, lieber andere Instrumente einsetzen, um diese Ziele zu verfolgen und nicht die Handelspolitik. Gleichwohl gibt es da natürlich schon starke Strömungen. Deutschland hat seit 1. Januar dieses Jahres ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Ne? Ich habe noch nicht gehört oder ich habe noch keine Untersuchung gesehen, wie das tatsächlich wirkt. Man hört sehr viele Klagen von den Unternehmen. Dass niemand Kinderarbeit haben will in den Lieferketten und Ausbeutung von Natur und so weiter, das unterstelle ich mal. Ja. Die Frage ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, frage ich mal die Politikwissenschaftlerin Claudia Wiesner, ist das, also vom Ziel, glaube ich, sind wir uns einig, aber glauben Sie, dass das Instrument, nämlich Unternehmen, mit der Aufgabe zu belehnen, sozusagen per Dekret Menschenrechtsverstöße zu identifizieren und sich dann entsprechend oder zumindest zunächst einmal zu monitoren, eventuell zu identifizieren und dann im schlimmsten Fall auch zurückzuziehen. Ist das etwas, das Staaten an Unternehmen auslagern sollen oder wäre das nicht eigentlich ein ureigenstes, sehr politisches Ding, das Regierungen eigentlich für sich behalten sollten? Ich glaube nicht, dass das Ziel beim Lieferkettengesetz eine Auslagerung ist. Ich glaube, das Ziel ist sowas wie eine Mitverantwortung. Und da würde ich schon sagen, dass mein Eindruck, aber nochmal, ich bin keine Handelsexpertin, also von außen betrachtet relativ gesehen, ist, dass in den Bereichen, die das Lieferkettengesetz betrifft, zum Beispiel Kinderarbeit oder zum Beispiel die Textilindustrie, ja, da stürzt in Bangladesch eine Fabrik ein, Hunderte Menschen sterben. Mhm. Niemand ist schuld gewesen. Auch nicht Kik, der Discounter, könnte jetzt auch ein anderer Discounter sein, der diese Kleidung sozusagen, also auch nicht der Textil-Discounter, der die T-Shirts, die dort hergestellt würden, für 2,99 Euro verkauft. So. Das Lieferkettengesetz möchte
das klar machen, ja, und möchte sagen, und die Logik ist, glaube ich, eine, die sagen würde, ihr könntet in Deutschland oder in Österreich produzieren, dann müsstet ihr auch bestimmte Arbeitsschutzstandards einhalten. Wir möchten gerne, dass ihr bei euren Zulieferern darauf achtet, dass die auch auf diese Standards achten. So, das ist, glaube ich, erstmal die Idee. Und gegen die Idee ist nichts einzuwenden. Wir hätten ja auch nichts dagegen einzuwenden, dass in Deutschland oder Österreich oder sonst wo. Ja, ich bin froh, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Du darfst mir gerne gleich widersprechen an der Stelle. So. Ich will ja nur argumentieren, was die Idee ist, meines Erachtens. Ja, so. Inwieweit das funktioniert, das haben Sie gerade gesagt, kann man, glaube ich, noch nicht absehen. Es geht aber, glaube ich, gar nicht darum, dass die Staaten nicht gucken sollen, sondern es geht einfach nur darum, dass man irgendwie versucht, diese Zwischenbereiche in der Lieferkette in den Blick zu nehmen. Weil es eine Frustration natürlich darüber gibt, dass alle immer sagen, wir wollen das nicht. Und am Ende stürzt dann doch die Textilfabrik zusammen und Leute sind tot oder Kinder haben gearbeitet. Ich finde das ganz schwierig, diese Instrumente zu beurteilen, weil das Problem bei diesen ganzen Menschenrechtsverstößen oder bei den ganzen Verstößen gegen Sozialstandards, bei all den Dingen, die wir eigentlich nicht haben möchten, ist, sie finden nicht auf unserem Territorium statt. Und man versucht irgendwie eine Zugriffshoheit oder eine Möglichkeit darauf zu erhalten. Und das bringt uns zu dem Problem, und das fand ich sehr interessant. Und da war ich mir wieder sehr einig mit Sven Simon. Ja. Die Schwierigkeit ist ja genau die, dass man Incentives irgendwie geben muss und dass es schwierig ist zu sagen, wir sitzen übrigens hier in Europa und woanders in der Welt, macht mal die Dinge irgendwie bitte folgendermaßen. Andererseits kann man ja auch nicht permanent billigend in Kauf nehmen, dass woanders in der Welt die Dinge zu Standards gemacht werden, die wir nicht wirklich gutheißen können. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, und damit will ich dann vielleicht schließen, dieses Beispiel der chinesischen Lager für die uigurische Bevölkerung. Da werden Produkte hergestellt, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch, die auch in Europa gekauft werden. So, das ist was, das würde ich nicht unterstützen wollen. Und einfach nur den Konsumentinnen am Ende zu sagen, dann kauft doch diese Produkte nicht, das überfordert die Konsumentinnen. Woher soll ich denn wissen, was da hergestellt wurde? Also man muss sozusagen irgendeine Form von Eingriffsmöglichkeit schon finden. Ich kann es letztendlich nicht beurteilen, ob das Lieferkettengesetz das schafft. Ja. Aber die Idee, die finde ich immerhin nachvollziehbar. Da möchte ich eine gewisse Sympathie für ausdrücken. Also Ökonomen sind ja häufig nicht besonders verliebt in zentralistische Ansätze. Ne? Was wir hier aber sehen, ist eine radikale Dezentralisierung. Ne? Wenn wir ein Netzwerk haben, wo weiß ich nicht, 100 Unternehmen mit 100 anderen Unternehmen Handelsbeziehungen haben, dann sind das 100 zum Quadrat durch 2 in etwa, ne? Bilaterale Verhältnisse. Wenn die alle jeweils für sich überwacht werden müssen, ist das sehr teuer. Wenn man nur die 100 Lieferanten überwachen müsste, hätte man natürlich einfach radikal weniger Kosten im System. Ne? Monika, ja. Einverstanden? Ich würde tatsächlich genau einen Vorschlag machen wollen, wie man das am einfachsten organisieren könnte. Und der Wissenschaftliche Beirat vom Wirtschaftsministerium hat genau diesen Vorschlag auch gemacht. Also erstmal nochmal von der Idee her, dass man auf solche Dinge gucken will, wie wird vor Ort produziert. Ich finde, das ist eigentlich erstmal selbstverständlich, weil wir ein Level Playing Field haben wollen. Wir wollen jetzt nicht, dass Produktion bei uns deswegen benachteiligt ist, weil wir hier Sicherheitsstandards haben und woanders, ja, ist es uns egal, zu welchen Sicherheitsstandards da produziert wird. Und dementsprechend sind die Unternehmen Vorteil, die sich da eindecken mit ihren Waren. Also von der Idee her ist das richtig. Das muss aber nicht genau der gleiche Sicherheitsstandard sein. Ne? Also die müssen vielleicht auch nicht genau die gleichen Pausen haben, wie das bei uns üblich ist. Und dass man auch die Lebensumstände dort in Betracht zieht und natürlich auch die Löhne niedriger sind, sind ja auch die Lebenshaltungskosten niedriger. All das ist ja völlig okay. Kann man das jetzt den einzelnen Unternehmen aufbürden, das in allen Stufen nachzuvollziehen? Das ist wirklich ein unglaublicher Aufwand. Und an der Stelle sind wir dann bei einem Thema, was wir heute Morgen auch in unserer Gruppe diskutiert haben. Machen wir nicht einfach viel zu viel Bürokratie, jetzt in dem Fall Bürokratiekosten für die Unternehmen. Und dann muss es ja auch noch überprüft werden. Es braucht ja auch vom Staat wieder jemanden, der das alles überprüft. Das ist ein Moloch, den man sich nicht wünschen kann. Was der Wissenschaftliche Beirat vorgeschlagen hat, ist, zu sagen, schauen wir uns doch an, in welchen Ländern sind wir einverstanden mit dem, was da grundsätzlich passiert. Sind die Vorschriften zum Beispiel über Brandschutz so, dass man sagt, damit könnten wir leben? Und dann kann man sagen, okay, wenn du deine Zulieferer aus diesem Land haben willst, dann ist das in Ordnung, aber aus anderen Ländern eben nicht. Das würde diesen Ländern auch wiederum den Anreiz geben, ihre Standards so zu installieren, dass das okay ist und dass man dann die auf die Liste setzt. Und dann wäre das sehr einfach zu überprüfen. Genau. Also an der Stelle einfache Lösungen, das wäre wirklich das, was man braucht. Genau, da bin ich ganz dafür zu haben. Ja, das ist so. Aber jetzt sehen wir ja nicht nur, dass das in Deutschland schon ein Dreivierteljahr in Kraft ist. Wir haben ganz ähnliche
Vorgaben in Frankreich, Loi de Vigilance in den Niederlanden, Österreich will auch so etwas haben. Und sehr konkret wird ja auch an einem europäischen Supply Chain Due Diligence Act oder so gearbeitet. Der ist schon recht weit fortgeschritten. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, eine Kopie, ziemlich eine Kopie mit Verschärfungen des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, wo genau diese Ideen, nämlich mit Positivlisten oder Negativlisten auf Länder- oder Unternehmensebene zu arbeiten, nicht vorkommt. Wie siehst du denn? Wirst du, wenn das dann, wenn das, es wurde ja schon, ist ja schon in erster Lesung durch das Parlament gegangen, ne? Da hast du dafür gestimmt? Nein, dagegen. Und wenn es diese Listen gäbe, diese Positiv- und Negativlisten-Amendments sozusagen, um die Lieferketten-Sorgfaltspflicht residual zu gestalten, dort, wo es diese Listen nicht gibt, wäre das dann etwas, wo du sagst, ja, dann wäre das ein Fortschritt? Ja. Oder wärst du dann auch dagegen? Nee, dann wäre ich dafür. Also das Problem besteht, wir haben ja eben schon auch das Bild bei Marietta Auer von Rana Plaza gesehen, dass es da einen Missstand gibt, der uns angeht, den wir bekämpfen müssen und abstellen müssen. Darüber gibt es keinen Streit. Diese EU-Lieferkettenrichtlinie, die vom Parlament beschlossen worden ist, sich jetzt im Trilog befindet, ist ein bürokratisches Monster, für mittelständische Unternehmen schlichtweg nicht leistbar, unzweckmäßig, wirkungslos. Und das Traurigste ist, und das ist ja jetzt hier von der Wissenschaft bestätigt worden, es hätte eine Alternative gegeben, die transparent, rechtssicher, treffsicher, unbürokratisch machbar gewesen wäre, nämlich der Negativlistenansatz. Wir wissen doch ziemlich genau, nehmen wir nur mal den Textilbereich, das sind maximal 10 Unternehmen, die in Europa das Zeug verkaufen. Beim Modehaus Kick für 1 Euro das T-Shirt, ist doch jedem klar, ehrlich gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Und wenn man die auf die Liste setzt und findet heraus, dass die aus den Zwangsarbeiterlagern der Uiguren etwas importieren, dann werden die auf eine Liste gesetzt und bekommen ein Importverbot fürs ganze Unternehmen. 1 Jahr lang, 2 Jahre lang, wie auch immer. Das wäre sehr pragmatisch zu lösen gewesen. Und ehrlich gesagt muss man natürlich auch dazu sagen, habe ich mir in Bangladesch vor Ort angeguckt, die Textilindustrie nach dem Vorfall in Rana Plaza hat unglaublich viel getan. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert wäre. Aber das, was wir hier jetzt machen, ist eine zivilrechtliche Haftung einführen. Die Staaten sind völlig aus der Verantwortung genommen. Wir haben mit denen noch nicht mal geredet, mit den Staaten, die ja eigentlich erstmal in der Verantwortung sind. Wir schaffen eine zivilrechtliche Haftung, nicht nur nach 823 BGB, diese Haftung per Rechtsprechung, sondern eine gesetzliche Grundlage, wo jeder im Verbandsklagerecht, jeder Lobbyist, jeder NGO kann dann klagen gegen den 2-Mann-Steinmetzbetrieb, der nämlich nicht nur nachweisen muss, wo der Stein herkommt, sondern auch, wo die Folie, in der Stein verpackt war, danach wieder wegtransportiert wird. Eine irre Geschichte. Aber leider fehlt uns da irgendwie die öffentliche Debatte auf europäischer Ebene und deshalb ist es noch schlimmer geworden als in Deutschland. Ja, dann lass uns die Debatte hier haben, Claudia Wiesner. Also ich finde den Vorschlag ganz großartig und schließe mich dem sofort an und ich schließe mich auch der Kritik an den bürokratischen Monster an. Das glaube ich sofort. Ja. Was ich mich frage ist, das ist ja eine Tendenz durchaus, über die wir heute Morgen auch diskutiert haben. Also ich habe zum Beispiel als Professorin ständig irgendwelche mehr oder weniger schwachsinnigen bürokratischen Vorgaben, die ich erfüllen muss. Irgendwelche Brandschutz, Risiko, sonst irgendwas Bewertungen, für die ich nicht ausgebildet bin. Wenn ich dann sage, ich bin dafür nicht ausgebildet, sagt ein freundlicher Mensch in der Verwaltung, Frau Wiesner, kein Problem, Sie können gerne eine Schulung bekommen. Online dauert 4 Stunden. Ja, dann sage ich dazu, habe ich keine Zeit. Ich habe auch wirklich keine Zeit dafür. So. Und das ist etwas, was ich mich auch die letzten 2 Tage gefragt habe. Und ich halte das eigentlich für einen Versuch, eine wachsende Komplexität in einer komplexer werdenden Welt irgendwie zu verindividualisieren und zu sagen, irgendwer muss ja die Verantwortung übernehmen. Wir können das nicht, wir wollen das nicht, also die Universitätsleitung oder so. Ja, soll doch die Frau Professor Dr. Wiesner da das mal unterschreiben, wenn sie da mit ihren Studierenden nach Brüssel fährt. Wir hatten uns heute Morgen über Brüssel-Exkursionen unterhalten und Rechnungen und dass das Bürokratiemonster werden, die da rauskommen. Ja, so, und ich glaube, dass ist jetzt nicht nur das Lieferkettengesetz, sondern es ist eine gewisse Tendenz. So, und wir haben ja heute Morgen auch drüber gesprochen, was Staaten eigentlich tun sollen. Und ich glaube, an der Stelle ist es richtig, dass die Verantwortung nicht bei den Individuen oder bei den einzelnen Unternehmen so stark liegt, sondern bei den Staaten. Dann wäre die Verantwortung der Unternehmen nämlich eine andere. Die Verantwortung der Unternehmen wäre nicht, bitte dokumentieren Sie die Lieferkette von der Plastiktüte angefangen, sondern die Verantwortung wäre, bitte weisen Sie uns nach, dass sie nicht in Staaten produzieren, die auf der Negativliste stehen. So, und dann kriegen sie ein Clearing und das können sie irgendwie einmal im Jahr machen. Und übrigens, wenn wir Verstöße rausfinden, dann gibt es Sanktionen. So,
Und wenn wir das alle unterschreiben könnten, dann wäre das doch irgendwie gut und dann bräuchte das das Unternehmen nicht machen. Dann bräuchte man auch viel weniger Personal in den Stellen in der Bundesrepublik Deutschland, die das Ganze überprüfen würden. So, und jetzt muss ich tatsächlich als ja sozusagen Regierungshandelnsforscherin, die ich ja auch bin qua Definition, sagen, das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Also ich weiß nicht, woher diese Individualisierungslogik kommt und diese Verantwortungsverschiebungslogik. Ich kenne auch noch niemanden, der mir eine Lösung gesagt hat, außer vielleicht Max Weber, ja, der gesagt hat, Bürokratien haben die Tendenz zu wachsen. Ich habe das Glück oder Unglück gehabt, mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments diskutieren zu dürfen, eine österreichische Sozialdemokratin, die das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt geplant ist, ganz großartig findet. Und die sagt, naja, es sind ja auch diese Unternehmen, die sich bereichern, ja, und die ausbeuten. Insofern sollen diese ausbeuterischen Unternehmen auch dafür sorgen, dass diese schlechten Praktiken nicht vorkommen. Ein bisschen haben wir bei vielen Diskussionen, die wir hier führen, ja so im Untergrund auch ein antikapitalistisches Gefühl bei vielen Menschen. Also wir hätten vielleicht mit diesen Listen ein System, das die Unternehmen entlastet, aber scheinbar gibt es manche, die sind gar nicht darauf erpicht, im Europäischen Parlament Unternehmen zu belasten. Im Gegenteil, wenn man die belasten kann, ist das eher tendenziell eine gute Sache, denn die nehmen sich ohnehin immer die Sahne von der Milch. Beobachtest du sowas? Ich würde das den Menschen nicht von vornherein unterstellen. Ich gestehe vielen Menschen zu, dass sie wirklich im besten Sinne agieren wollen, aber dass die Mittel, die dann gewählt werden, nicht die besten sind. Und ich glaube, darüber müssen wir eben auch reden. Mhm. Mit welchen Mitteln erreichen wir diese Ziele? Wir wollen nicht, dass ausgebeutet wird. Ich glaube, da brauchen wir uns doch eigentlich gar nicht lange drüber zu unterhalten. Wir haben da an der Stelle die gleichen Ziele, aber es haben nicht alle das gleiche Verständnis, welche Mittel dafür wirklich gut geeignet sind. Hast du eine Erklärung, warum man da so vielen Unternehmen abwälzt, wo man auch weiß, wenn man das tut, könnte sich der ein oder andere vielleicht Importeur zurückziehen, nicht mehr mit Entwicklungsländern Geschäfte machen, was man ja wahrscheinlich auch nicht will, aus entwicklungspolitischen Gründen nicht. Aber wieso findet das Gesetz eine große Mehrheit gefunden im Europäischen Parlament? Wieso kommst du mit deinen Argumenten, die wir hier alle sinnvoll finden, nicht durch? Na gut, ersparen wir dir das und fragen vielleicht Sie hier im Raum.